willkommen zu einem neuen Vlog. Wie man unschwer erkennen konnte, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Winterstiefel für die reifere Frau, für die vernünftige Frau, würde ich sagen. Von der Marke Rika Comfort. Und so sind sie auch. Sie sind total bequem. Es sind vernünftige Winterstiefel, also mit rutschfester Sohle. Und sie sind gefüttert, sie sind warm, sie sind nicht hier hochhackig irgendwie. Also ich kann durch den Schnee damit laufen, wenn er denn diesen Winter kommt. Das war letztes Jahr meine Befürchtung während des Lockdowns. Ich hatte keine Stiefel mehr und es gab ja auch nirgends welche zu kaufen, weil die Geschäfte zu hatten. Und ja, der große Online-Käufer bin ich nicht. Und ja, also dafür habe ich mein Geburtstagsgeld eingesetzt heute. Und damit ich nächstes Wochenende im Heidepark keine böse Überraschung mit den Schuhen erlebe, werde ich sie jetzt erstmal einlaufen und ihr lauft mit. Also es ist total herrlich. Die Schuhe sind immer noch bequem, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und ich genieße das hier total und ich weiß nicht, ich kann es euch nur ans Herz legen, jeden Tag rauszugehen, euch zu bewegen, spazieren zu gehen. Man muss ja nicht wirklich Sport treiben oder ins Schwitzen kommen, aber einfach an die frische Luft, andere Eindrücke bekommen. Und ja, wie der Zufall es will. Ich hatte euch ja erzählt, was ich gerade für ein Buch lese, und zwar von den Nachkriegsjahren und wie schwer es in den Nachkriegsjahren auch in Deutschland war. Und ich habe hier gerade einen älteren Herrn getroffen, der hat mich hier angesprochen oder nett gegrüßt. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich hätte ihn jetzt so, ja, ich glaube auf vielleicht 80 geschätzt. Und ja, der gute Herr erzählte mir, er ist 95. Er hat hier noch eine kleine Parzelle, die er betreibt, wo er fast jeden Tag herkommt und mit dem Fahrrad fährt. Das sind ungefähr 10 Kilometer von seinem Haus entfernt und er bewirtschaftet diesen Garten. Und er war ganz niedlich im Erzählen und hat dann auch erzählt, er war in russischer Kriegsgefangenschaft für 3 oder 5 Jahre, weiß ich jetzt gar nicht, wie schwer das da war. Und ja, also dass er so alt wird, hätte er auch nicht gedacht. Muss mal eben gucken, ich glaube, ich gehe mal hier lang. Und also es war wirklich ein nettes Gespräch. Ich glaube, wir haben uns ja bestimmt 20 Minuten unterhalten. Zack. Ja, war das jetzt schlau, hier lang zu gehen? Weiß ich auch nicht. Und ja, zum Abschluss hat er mir noch alles Gute gewünscht. Und er hat erzählt, er hat noch Erdbeeren gepflanzt. Die will er nächstes Jahr auf jeden Fall noch ernten und essen. Also ganz niedlich. Da spielten auch ein paar Leute Fußball. Und da ist er auch angesprochen worden, ob er mit Fußball spielen will. Habe ich auch gesagt, er könnte ja zumindest den Schiedsrichter machen. Also ja, und sowas in der Großstadt, wo der Großstadt immer nachgesagt wird, es ist alles so anonym hier. Also wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, geht raus, geht an die Luft. Ja, ich mache noch immer ein paar Fotos hin nebenher, dann ist es nicht ganz so eintönig hier. Und ja, bin total begeistert, was für ein schöner Tag heute noch ist. Meine Runde ist jetzt vorbei. Ich habe über 15.000 Schritte auf dem Zähler. Das sind bei mir fast 12 Kilometer. Also ich habe keine drückenden Stellen an den Füßen. Also die Schuhe sind eingelaufen, würde ich sagen. Und ja,
das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und wenn ihr vielleicht auch jetzt angespornt von mir mal öfter euch euer Handy schnappt, rausgeht und einfach knipst oder filmt, was euch vor die Linse kommt und schon ist so ein Spaziergang oder eine kleine Runde gar nicht mehr so langweilig. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!